Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Du hast ein schönes Dekolt, du hast geile Titten. Du musst ein Engel sein. Warte mal, tat es eigentlich weh, als du, Moment, irgendwas mit Himmel befallen? Ach, zieh dich einfach aus. Ist das hier die Selbsthilfegruppe für Keksüchtige? Ja, suchen Sie sich ein ruhiges Plätzchen. Was ist der Unterschied zwischen jemandem, der vom 10. Stock springt und einem, der vom 1. Stock springt? Aus dem 1. Stock? Klatsch. Ah! 10. Stock? Ah! Klatsch. Studie enthüllt, auch Vegetarier sind manchmal Hackfressen. Was ist eine nackte Frau auf einer Kiste Bier? Im Weg. In einem Haus leben Männer mit 5 verschiedenen Nationalitäten. Ein Araber, ein Türke, ein Afghane, ein Rumäne und ein Deutscher. Das Haus brennt, wer überlebt? Der Deutsche. Und warum? Er war arbeiten. Tripper, Incest und Monopoly. Was passt nicht? Der Tripper, denn die anderen zwei sind Familienspiele. Sie haben eine Lücke im Lebenslauf, wie erklären Sie das? Das war 2014, da saß ich eine Zeit lang am Bahnhof fest. Was ist das Gute an tote Babywitzen? Sie werden nie alt. Ich habe mich als Kind auf dem Nachhauseweg so oft verirrt, dass ich bei 5 verschiedenen Familien aufgewachsen bin. Eine tolle Idee der GTL, pünktlich zum Mauerfalljubiläum die Reisefreiheit einzuschränken. Alter, du gehst mir tierisch auf den Keks. Excuse me, I don't get it. English? You walk me animally on the cookie. Hiermit grüße ich Mama, mein Friseur und alle, die mich sonst noch kennen. Kein Bock auf Arbeit? Werden Sie Lokführer bei der Lufthansa. Beim Essen bin ich so mehr der Genießertyp. Und du? Fließband. Heutzutage muss man ja gar nicht mehr in den Zoo. Es reicht ein Ausflug in die Fußgängerzone. Richtige Frauen mögen Männer mit Bauch, denn gutes Werkzeug hängt immer unter einem Vordach. Wer besucht am 6. Dezember Kinder in Afrika? Der Ebolaus. Zwei Opas gehen in den Puff. Die Puffmutter sieht das und sagt zu ihrer Kollegin, leg mal 2 Gummipuppen in Zimmer 2 und 3. Die Opas checken das eh nicht. Gesagt, getan. Eine halbe Stunde später treffen sich die Opas im Park. Der eine sagt, du, ich glaube meine war tot, die hat sich überhaupt nicht bewegt. Dann antwortet der andere, da hattest du ja noch Glück, ich glaube meine war eine Hexe. Als ich ihr beim Vorspiel Sand in den Arsch gebissen habe, hat sie mir ins Gesicht gefurzt, ist zweimal um die Lampe geflogen und zum Fenster raus. Vater zu Sohn. Vater, Sohn, ich verheirate dich mit einer Frau. Sohn, nein. Vater, die Tochter von Bill Gates. Sohn, dann ja. Der Vater geht zu Bill Gates. Vater, ich werde meinen Sohn mit deiner Tochter verheiraten. Bill Gates? Niemals. Vater? Er ist zukünftiger Leiter der World Bank. Bill Gates? Okay, dann ja. Der Vater geht zur World Bank. Machen Sie meinen Sohn zum Filialleiter. World Bank? Nein. Er ist der zukünftige Schwiegersohn von Bill Gates. World Bank? Dann ja. Ja, das ist Business. Yeah! Bei Gefallen Daumen hoch und Video teilen. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.